Was ihr noch gebrauchen könnt, ist ein Maßband. Geodreieck braucht ihr. Und ein Lineal ist auch ganz gut. Ja, und dann natürlich ein Bleistift. So, und damit habt ihr schon alles, um euren Schnitt zu machen. Und dann könnt ihr schon messen, vorne und hinten. So. Das wäre dann bei dem Shirt. Würdet ihr hier quasi anfangen und das Band dann hier rumführen. Und dann seht ihr bei mir, das sind 14 cm. Dann messe ich das hintere Halsloch. Auch wieder hier anlegen und dann so habe ich 11 cm und 20 cm insgesamt. So. Und man so denkt, das ist ein bisschen viel vielleicht. So könnte ganz gut aussehen. Das wären 5 cm. Zugeschnitten habt und mal ein Probeteil genäht habt, könnt ihr natürlich, wenn ihr findet, der schmiegt sich zu sehr am Hals an, diesen Hochstellungsbetrag verringern. Wenn ihr meint, der sollte sich noch mehr anschmiegen, könnt ihr das auch erhöhen. Aber das ist erstmal so ein Grundwert. Aufstellung. Jetzt
Ich nehme hier die Kragenbreite einzeichnen. Das sind bei mir 5 cm. Das ist wieder so ein Standardwert. Dazu folgendes. Und zwar habt ihr ja hier diese Kurve. Und das, was ihr jetzt macht, ist quasi diesen Betrag hier. Das heißt, ihr formt damit eigentlich nur diese Rundung. Und die kann aber sehr individuell sein. Das heißt, es kann sein, ihr müsst es aus Papier aufschneiden, euch irgendwie ranhalten, das zeige ich auch gleich nochmal. Und dann könnt ihr nochmal die Form anpassen. Weil, natürlich, es ist manchmal ein bisschen schwer auf dem Blatt das darzustellen, was man am Körper später sehen will. Deswegen ist so ein Probeteil eigentlich gut. So ein Teil, was man probeweise vorher noch geht. If you're interested in more videos, mostly about how to sew or my Schnittmarie business, just would be pleased about like, comment, and sub. And you can also activate the bell to get to know when I will have my new video. You can also follow on Twitter, Insta, or watch my website. All links in the video description. Till next time with Schnittmarie. Be creative. Be Schnittmarie.